Jo Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch endlich den Flickflack. Den wünscht ihr euch ja schon seit Ewigkeiten. Ich habe ihn bis jetzt nicht gemacht, weil ich ihn nicht so richtig gut kann. Aber als 850.000 Abo Special heute habe ich mir jemanden dazu geholt, der einen richtig guten Flickflack kann. John ist heute am Start. Und zusammen erklären wir euch heute, wie ihr den draußen auf einer Wiese mit Hilfestellung ohne irgendwelche Matten oder Trainingsgeräte selber lernen könnt. Los geht's! Bevor es losgeht mit dem Flickflack, starten wir mit der ersten Vorübung. Ihr solltet auf jeden Fall genug Kraft in den Schultern und Armen haben, um kurz im Handstand stehen zu können. Deswegen checkt das vorher, probiert das aus, stellt euch mit den Füßen gegen die Wand in den Handstand oder macht das zusammen mit dem Partner, der euch festhält und probiert einfach 5 Sekunden oder 10 Sekunden so stehen zu bleiben, ohne mit den Armen einzuknicken. Wenn ihr nämlich später in den Flickflack reinspringt, landet ihr mit viel Gewicht auf den Händen und wenn ihr das nicht halten könnt, kracht ihr ein mit den Armen und landet mit dem Kopf im Boden. Das ist nicht angenehm. Deswegen fleißig Handstand trainieren. Los geht's! Ja, am Rumpfwinkel schön offen halten, das ist wichtig, dass hier kein Winkel ist. Wenn das funktioniert, kommen wir jetzt zur zweiten Vorübung. Da springt ihr auf eure Hände, drückt euch raus, drückt richtig die Arme komplett raus aus den Schultern, dass ihr kurz vom Boden abhebt und geht dann wieder in den Handstand rein. Ihr müsst nicht wirklich im Handstand stehen bleiben, es ist einfach nur da, um eure Handgelenke an die Belastung beim Landen zu gewöhnen und euch ein bisschen in den Handgelenken warm zu machen. John zeigt euch, wie es funktioniert. Easy. Dieses kleine Stück hier, das müsst ihr lernen zu benutzen, um euch dann aus dem Flick in den Flack rauszudrücken. Wenn das funktioniert und ihr ein sicheres Gefühl bei der zweiten Übung habt, könnt ihr mit Vorübung Nummer 3 starten. Das ist der Makaku. John zeigt euch den einmal. Okay, ihr geht in die Hocke runter zum Boden. Mit der linken Hand geht ihr auf den Boden. Die Fingerspitzen zeigen nach hinten. Das ist die Startposition für den Makaku. Wir fangen erstmal einfach an. Beim Makaku geht man eigentlich hinten über den Kopf, über den Rücken rein. Zum Start machen wir es erstmal einfacher und ziehen über die Seite. Das heißt, ihr geht von hier in die Position und mit dem rechten Arm zieht er hier lang und macht eine Art Radschlag. Sieht doof aus, ist aber eine gute Vorübung und das probiert ihr dann immer weiter über den Kopf zu machen. Also mit der Hand nicht hier lang zu ziehen, sondern gerade nach hinten. Okay, los geht's. Oh. Nicht vergessen, abspringen aus den Beinen. Aus der Hocke sieht es dann so aus. Hopp. Und rüber. Wenn der Makaku gut funktioniert, kommen wir jetzt zur vierten und letzten Vorübung für den Flickflack. Die ist dafür da, dass ihr euch dran gewöhnt, gerade nach hinten reinzugehen, parallel mit beiden Armen und nicht so wie beim Makaku, erst die eine Seite und dann die andere Seite. Das müsst ihr euch auf jeden Fall abgewöhnen für den Flickflack. Ihr müsst schön beide Arme parallel nach oben ziehen, über den Kopf und dann nach hinten reinspringen. Und genau das üben wir jetzt, indem ihr euch vor eine Wand stellt, mit einem Arm so, dass ihr nach hinten an die Wand gerade rankommt. Vom Abstand her nicht zu weit, sonst fallt ihr ins Leere, das ist schlecht. Erstmal ein bisschen näher an die Wand, mit einem Arm ran. Und mit der zweiten Hand hinterher, sodass ihr hier in die Stützposition nach hinten reingehen könnt. Erstmal langsam ausprobieren, dass der Abstand stimmt. Dann den gleichen Abstand einnehmen und das Ganze mit Schwung machen. Also einfach von hier Schwung holen mit den Armen, nach hinten reingehen und an der Wand dran stehen bleiben mit den Händen. Yeah. Oh, ganz schön scary, probiert das mal aus, aber es ist eine gute Vorübung. Okay, jetzt wird's ernst. Wenn die Vorübungen bei euch alle gut funktionieren, könnt ihr jetzt den Flickflack machen, aber macht das am Anfang auf jeden Fall mit einem Trainingspartner, der stark genug ist, um euch festzuhalten. John würde euch jetzt erklären, wie das funktioniert. Eine Hand geht auf jeden Fall unten an den Gürtel oder die Hüfte. Genau, ich nehme dafür die linke Hand. Am Gürtel habt ihr einen schönen festen Griff, um den Mittelkörperschwerpunkt rüber zu transportieren. Und für die Anfänger halte ich immer gern hier unter den Schulterblättern. Denn wichtig für den Springer ist, dass er die Arme richtig schön bis zum Anschlag zieht, bis hierhin. Falls er auf dem halben Weg aufhört und in die Richtung Nackensturz geht oder Kopfsturz, habe ich hier noch eine zweite Hand, um ihm das Gewicht hier abzunehmen vor dem Fall.
Somit ist das eigentlich meine empfohlene Handposition beim Halten. Wie euer Partner euch festhalten muss beim Flickflack, ist jetzt schon mal klar. Jetzt kommen noch die drei wichtigsten Punkte beim Flickflack, damit er auch gut funktioniert und ihr möglichst auch aus eigener Kraft komplett rumkommt. Das erste ist, beim Flickflack springt man nicht nach oben, wie beim Backflip zum Beispiel, da will man ja so hoch wie möglich rauskommen. Beim Flickflack will man eigentlich flach nach hinten springen, um möglichst viel Schwung aufzubauen. Das heißt, ihr geht nicht nach oben raus, sondern ihr lasst euch ein bisschen kippen in die Hocke, als wenn ihr euch auf den Stuhl setzt und springt dann nach hinten raus. Schritt 2, das sind die Arme. Da ist es auch wichtig, dass ihr nicht wie beim Backflip zum Beispiel die Arme einfach nur nach hier zieht und hier stoppt, um dann in Takt zu gehen, sondern ihr zieht wirklich mit so viel Schwung die Arme gestreckt nach hinten durch, wie ihr könnt und zieht die auch so weit durch, wie ihr könnt. Stoppt nicht hier schon ab oder so, dann landet ihr nämlich wieder auf dem Kopf und könnt auch das Gewicht nicht wirklich stützen. Ihr müsst komplett gerade über dem Kopf mit den Händen sein. Und einfach nicht aufhören, die Arme zu ziehen, sondern wirklich bis ihr auf dem Boden ankommt mit den Händen, die Arme durchziehen und Spannung in den Armen halten, Ellbogen durchgedrückt lassen und hier nicht einknicken, sonst könnt ihr euer Gewicht auch nicht so gut halten. Rausdrücken, Arme ziehen. Und der dritte wichtige Punkt ist, beim Landen, also wenn ihr mit den Händen auf dem Boden gelandet seid, ist der Trick ja noch nicht vorbei, ihr wollt ja wieder auf den Füßen landen, deswegen, sobald ihr mit den Händen den Boden berührt, klappt eure Beine mit so viel Schwung wie möglich ein. Also in der Hüfte einknicken, Bauchmuskeln anspannen und die Füße zum Boden klappen. Dann habt ihr den Flickflack. So, das war das Flickflack-Tutorial für heute. Danke nochmal für 850.000 Abos. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen und ihr werdet bald den Flickflack können. John hat mir auf jeden Fall richtig geholfen heute. Danke dafür. Gerne doch, Sein Mann. Kanal habe ich hier verlinkt. Und abonniert ihn, abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Habt viel Spaß beim Training und wir sehen uns beim nächsten Mal.